Noch zwei in der Amateurwertung und zwar in Form von Sven Dolenz, der auch gerade am Steuer sitzt. Der wird wohl da keine guten Karten haben. Hayek führt ja in der Meisterschaft. Das ist der Co. von Peter Cox. Da hat man eine gute Ausgangsposition erhalten. Schauen wir mal rein, wo die aktuell gerade liegen. An der Spitze. Ja. Ich suche schon so, naja, zweiter, dritter, vierter, die liegen an der Spitze. Die liegen an der Spitze momentan. Marc Hayek, und damit wird er die Amateurwertung wohl gewinnen können, wenn alles gut geht. Was bei Alpina los ist, das interessiert uns brennend. Jan wird, glaube ich, Aufklärung liefern. Ja, ich stehe hier mit dem Teamchef Andi, der gerade, glaube ich, Kontakt hat. Das ist faszinierend, wir können live dabei sein. Er sagt gerade, ja, wir haben ein Problem im Getriebe und müssen schauen, ob wir das noch lösen können. Der fünfte Gang steckt momentan fest. Also der fünfte Gang steckt fest, die überlegen gerade, ob sie reinholen. Die überlegen, ob wir ihn reinholen, oder? Na gut, man kann vielleicht eine Kupplung schalten, normalerweise schalten wir ohne. Muss man mal schauen. Also, damit zurück zu Patrick. Also der fünfte Gang steckt fest, sowas ähnliches haben wir ja vermutet, dass ein Gang steckt. Jetzt stellen Sie sich das mal so vor. Sie fahren morgens zur Arbeit schön von zu Hause los. In der Start-Stop-and-Go-Verkehr die Ampel wieder auf Rot und allein der Versuch mal im dritten Gang loszufahren, der gestaltet sich schon sehr, sehr schwierig. Jetzt sind die Rennautos nicht gerade dafür gebaut, wirklich ein langsamer Fahrt unterwegs zu sein. Die Einspielung, die gucken wir uns einfach mal noch nebenbei an. Ein bisschen Rallycross-Einlage von der Startnummer 7 von Andreas Simonsen und Christopher Hase. Aber sie fahren einfach mal von der roten Ampel im dritten Gang an. So etwa ist das momentan für Lunardi, der im fünften Gang steckt. Auf der Gerade gar kein Problem, aber spätestens in der Haarladekurve wird es ganz schwierig, da rumzukommen und dann das Auto nicht irgendwie abzuwürgen. Da muss er die Kupplung wahrscheinlich schleifen lassen. Gar nicht so einfach. Und jetzt kommt man rein. Also man kann es wahrscheinlich verkraften. Ärgerlich sicherlich, dass man die Punkte der Teamwertung verliert. Aber man sind Meister geworden. Von daher, ich sehe das jetzt einfach mal entspannt. Und ich glaube, an die Bogen sieht das unter dem Strich auch ganz entspannt. Eine tolle Saison für die Alpiner Mannschaft. Und der Schlüssel zum Erfolg war eigentlich die Haltbarkeit der Mannschaft. Jetzt gibt es ein Problem, sei es drum. Wir gucken weiter, was an der Spitze los ist. Der Stuck Lambo führt und dann haben wir auf der zweiten Position den Audi R8 LMS von Phoenix Pole Promotion von Stoll, Christa Jöns und Christopher Mies, die den Dreier Audi zeigen. Ja, der Meister steigt aus. Die Meister in Form von Dino Lonardi steigen aus. Feierabend. Vorzeitig heute beim letzten Lauf. Aber so what, sage ich nochmals. Ist doch wurscht, der Tropf war gestern gelutscht und der Rest wäre nur noch für die Galerie gewesen. Marc Hayek im Bild, das ist der, der heute noch Meister werden möchte in der Amateurwertung. Kurze Erklärung, das sind Piloten, die relativ spät im Leben entschieden haben, auch so ein bisschen Rennfahrer zu spielen. Und gar nicht den Erfahrungsschatz haben wie die Profis, wie ein Lunardi, wie ein Margaritis. Aber sich sehr arg verschlagen und sich über den Lauf der Saison ihre Punkte geholt haben und jetzt entsprechend in der Meisterschaft für die Amateurwertung und das jetzt gerne nach Hause holen würde. Mit der 24, der schwarz-weiße Reiter Lamborghini, der Blob, Lambo mit der Werbung auf der Haube. Ich kann ja nicht dauerhaft gute Qualität liefern. Ist dann immer wieder auch in der zweiten Hälfte so dieses Thema. Peter Cox hat den Lambo auf der dritten Position übergeben, hat Hayek nicht ganz von den Rundenzeiten da. Er hat natürlich jetzt eine ganze Flut von hinten angerollt. Eine ganze Flut in Form von Maxi Meyer im XXL SLS, in Form von Mario Farnbacher, der ein Mammutprogramm hier abspielt. Der fährt normalerweise in der ADAC Formel Masters drei Rennen an diesem Wochenende und nebenbei noch seinen Bruder im Lambo im Ferrari zu vertreten. Das ist eine Aufgabe. Die Aufgabe heißt jetzt hier Kieselsteine zählen für die Corvette, die hier gestrandet ist. Das ist die Corvette von Wolf Silvester, der Eingangsmotordrom abstellen darf. Da kommt schon wild fliegend daran. Sven Hannawald war da auch noch im Bild. Gab es da vielleicht einen kleinen Corvette-Lackaustausch? Ich möchte es mal nicht hoffen, aber der steckt fest, der Woll hinten Rad komplett entlastet. Da kannst du die Gänge durchschalten, wie du willst. Der sitzt komplett mit dem Unterboden auf dem Kies. Wie es weitergeht, wie es ausgeht, noch 19 Rennminuten. Ich freue mich drauf. Richtig spannend wird es bestimmt zum Finale. Wir sind gleich wieder da mit den letzten Minuten.
Westfalen. Und die Stuck-Brüder, die führen zum fünften Mal in der Saison ganz oben, vielleicht am Ende. Und wir sehen die Rallycross-Einlage in der Wiederholung von Christa Jöns. Eingang, Start und Ziel. Schmeißt er den Kies aus dem Heck seines Audi RLMS. Känguru-Eigenschaften besitzt er auch noch. Springt schön über die leichten Bodenwellen im begrünten Auslaufstreifen auf Start und Ziel. Findet aber den Weg zurück auf den Asphalt, sieht das nochmal, wie er da wirklich bis zum Lenkanschlag und das in einer Fahrzeugbeherrschung allererster Güte seinen Audi erst verliert, aber dann wieder sichert. Wir sehen, wie Mario Farnbacher sich den dritten Platz holt und das gegen Marc Hayek, den Führenden in der Amateurwertung. Und schön vorgetragen auf dem Windschatten, auf der Bremse kann er sich dann langsam daneben setzen und hat den Weg in die Rechtskurve als besser für sich gewählt. Und dann vorbeigehen an Marc Hayek. Der Amateur macht das ganz clever. Der weiß, die sind alle ein bisschen schneller. Ich lasse die so ein bisschen nach und nach vorbei, ohne zu viel abzugeben. Weil für mich geht es heute um die Meisterschaft. Für die Stockbrüder geht es heute um die Vizemeisterschaft. Die Tabellenführer, Meister und Spitzenreiter, die sind leider schon draußen. Alex Margarethe, Dino Lunar, die haben den grünen Alpina das Meisterauto abgestellt. Die haben ja gestern schon den Sack zugemacht. Aber für die Stuckbrüder geht es, wie gesagt, hier noch um die Vizemeisterschaft. Wenn wir das in der Tabelle anschauen, haben die mit 154 Punkten ja, ein ganz gutes Polster nach hinten. Auf Rang 3 in der Meisterschaft Christopher Mies mit 133 Punkten. Der wird auch mit Christa Jöns den dritten Platz in der Meisterschaft, wenn das so ausgeht, hier dann Ding machen. Oben sehen Sie den Rest des Feldes im Scroll. Da suchen Sie sich bitte Ihren Liebling aus. Wir sind dabei beim Kampf rund um Position 4 und 5. Maximilian Meyer, das ist der Sohnemann von Olli Meyer, ein Amateurfahrer, der zusammen hier mit Christa Jöns kämpft um die Position 4. Und Maxi Meyer, was hat er sich gesteigert über die Saison? Fährt hier mittlerweile ein ganz tolles Rennen in seinem SLS AMG GT3, der von MS Racing vorbereitet wird. Und mit Christa Jöns hat er einen jungen Piloten, nee, zwei junge Piloten, die sich richtig geben. Toller Kampf hier, Eingangsmotordrom, Anbremsen der Sachskurve. Da gibt es viele verschiedene Linien, wir haben das schon immer wieder gesehen. Frenzen und Armindo waren da schon lange am Kämpfen und die machen es nicht weniger attraktiv für uns hier an den Monitoren. Aber langsam habe ich den Anschein, als würde Jöns richtig drücken. Der Audi vorne links schon ein bisschen leicht beschädigt, aber ohne, dass er da von seiner Performance groß einbüßen muss. Das war die Stelle, wo er vor drei Umläufen mal richtig durch die Kies gepflügt ist. Jetzt schert er aus, aber das ist keine Stelle zum Überholen. Ende starten Ziel. Kurzes Bremsmanöver, Eingang runter. Da ist die Bremsdistanz zu kurz, um sich da sauber daneben zu setzen. Die Stelle jetzt, Anfahrt der Parabolika-Kurve oder wie sie jetzt heißt, Bernie-Ecclestone-Kurve. Da ist die Bremsphase schon länger, macht mehr Sinn, aber die allerbeste Gelegenheit immer wieder. Am Ende der langen Parabolika geradeaus 270 Stundenkilometer wird da runtergebremst bis auf den ersten Gang und bis auf rund 60 Stundenkilometer. Also langer Bremsweg, auch immer wieder die Chance, über diese Bremszone da eine Position gut zu machen. Sieht das schön auf der Bremse, dass dann so ein bisschen der Dunst vorne aus dem Rad rauskommt. Die Hauptbremsleistung liegt ja ähnlich wie bei den Pkw, den wir alle zu Hause oder jeden Tag pilotieren, auf der Vorderachse. Wiederholung sehen wir, dass Sven Hannawald einen Platz abgibt und das an den SLS mit der Startnummer 34 an Let's David Arnold. Wir reden hier rund um Position 11 und 12. Arnold ist 11. Hannawald 12. Das ist einfach als Rennen zusammen mit Axel Watter, der das Ganze, den ganzen Deal hier eingestellt hat. Und ja, schön, Ex-Formel 1-Fahrer hier zu sehen, der sich auch, glaube ich, mittlerweile gut zurechtgefunden hat und richtig Spaß gefunden hat an der GT Master. XXXL, so will ich mal die Steigerung von Maximilian Meyer in diesem Jahr bezeichnen, der wirklich, ich habe es erwähnt, sich, glaube ich, zum Ende der Saison recht ordentlich hier in Szene setzt. Und sich immer noch vor dem Jöns Audi Abt R8 LMS halten kann, das Auto mit der Startnummer 3. Da hat man ja bei Abt Sportsline bereits in Aachen, also vier Rennen vor Ende der Saison, die normale Paarung. Also Christopher Mies, der ist in der 3 normal mit Luca Ludwig gestartet, getrennt, um die Meisterschaftschancen zu erhöhen. Gab es im letzten Jahr schon mal das Spiel, dieses Jahr hat man das wieder gemacht. Aber auch dieses Jahr leider ohne den entsprechenden ganz, ganz großen Erfolg. Christian Abt, der Teamchef, selber ja Meister gewesen in der ADAC GT Masters. Also der weiß so von der Rede, der weiß, wie man eine Meisterschaft gewinnt. Und ich bin mir ziemlich sicher, nächstes Jahr wird die Abt-Mannschaft erneut versuchen,
und dann wieder mit den vier Ringen in die Kühlergrill oder auf der Haube. 6 Minuten 20 Sekunden Restfahrzeit, jetzt könnte es was werden, nein. Immer wieder der Versuch, ein kurzer Tacken, leichte Berührung, kleinen Stoß auf die Hinterachse, aber ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, das passiert schon mal. Der Stucklambo, um einfach nochmal ganz kurz auf die Spitze zu sprechen zu kommen, der fährt einsam 6,5 Sekunden an der Spitze. Auf der zweiten Position ist es dann der Audi R8 LMS von Phoenix Pole Promotion, Stefan Landmann und René Rast, die Piloten des Audis mit der Startnummer 8. Und da hat man heute Morgen ja das Daumendrücken ganz groß geschrieben, weil die Phoenix-Mannschaft auch verantwortlich für den DTM-Einsatz von Martin Tomczyk, also den Sohnemann vom Sportpräsidenten, der heute gerne in Valencia das Meisterstück für sich machen würde. Und das mit einem Vorjahresauto, das ist sicherlich eine tolle Geschichte. Die 28, die Roller-Corvette, immer wieder für Einsätze dieses Jahr gut gewesen, überholt hier den Amateurführenden, überholt Mark Hayek in den Sachsturm hinein. Auch Hayek hat sich schön gesteigert über die gesamte Saison, momentan auf der 9. Position unterwegs für Mark Hayek. Meier kann sich wieder absetzen von Jöns. Die Frage ist, hat Jöns seinen Michelin-Einheitsreifen einfach überstrapaziert? Wir haben gesprochen über die Spitze Stuck, dann dahinter das Auto mit der 8, René Rast, Stefan Landmann auf der 3. Position, Mario Farnbacher im Farnbacher Asset Ferrari 458 Italia und eben dann die beiden, die wir die ganze Zeit beim Kämpfen beobachten durften, in der Form von Maxi Meier und Christa Jöns. Also, ein SLS und ein Audi R. Der Kampf um die 6. Position, der wird ausgetragen zwischen der 28 Diego Alessi mit seinem Co. Daniel Keilwitz und das Auto mit der Startnummer 11, der Lamborghini Gallardo LP 600 Plus vom Team Reynolds Leipert Motorsport. Und da sitzt David Mengensdorf mittlerweile am Steuer. Weiteres Überholmanöver von Hayek, der muss sich erwehren bzw. ergeben von Andreas Zuber. Lance Delgado sitzt am Steuer im Prima Job Heiko SLS, die eine weitere Position gut macht und so einen richtig großen Sprung nach vorne gemacht haben. Die SLS war nach dem Training nicht ganz so gut aufgestellt, aber im Rennen immer wieder eine Bank, weil sie über die Dauer der Stunden Renndistanz immer wieder sehr ruhig mit dem Reifen umgehen können, sehr schonen. Die 22, ja, ein Geisterfahrer, ne, ich würde sagen 37 Geisterfahrer, der steht verkehrt rum. Und das auf der Strecke, jetzt müssen alle erstmal ausweichen, Ausgangs der Haarnadelkurve. Wahrscheinlich die Traktionskontrolle ausgeschaltet und dann beim Gas geben, einmal die Sonne um sich kreisen lassen. Schwierig jetzt wieder loszufahren, aber hat die Lücke gefunden. Ungutes Gefühl für den Rennfahrer in dem Moment gegen den Verkehr zu fahren. Der Führende, der fährt noch in die richtige Richtung und das bei noch 3 Minuten 20 Restfahrzeit. Das wäre für die Stuckbrüder der Vizetitel und das im ersten Jahr der ET Master-Saison für die beiden jungen Stucksprösslinge. Und das wäre auch der Teamtitel in der Teammeisterschaft für die Mannschaft von Reiter Engineering. Wie süß. Striezel beim Händchen halten. Das ist natürlich auch ein Bild, das finde ich nicht schlecht und wird sicherlich auch einen schönen Stellenwert haben. Hier mit Händchen halten. Ich finde es klasse. Ist aber auch eine aufregende Geschichte für den Herrn Papa, nachdem er selbst wirklich alles gewonnen hat, was es so auf vier Rädern zu gewinnen gibt, jetzt den Sprösslingen beim Fahren zuzuschauen. Und das haben sie gut gemacht. Viermal standen sie schon oben auf dem Podium. Und jetzt soll es ein fünftes Mal werden. Sie haben gewonnen in Oschersleben, sie haben gewonnen in Zolder, am Nürburgring erfolgreich, am Red Bull Ring und eben vielleicht heute noch zum fünften Mal. Und damit wären sie da in Sachen die Einzelsiegen, die Meister auf jeden Fall. Wir haben noch 2 Minuten und knapp 10 Sekunden zu fahren. In 30 Sekunden sind wir zurück zum Finale. Sie verpassen nichts.